Guten Abend, mein Name ist Hako Fluxus. Da wir eben heute im Zeichen erwartet, das Unerwartet stehen, darf der Fotograf auch mal dran. Vor kurzem war ich noch auf der Hochzeit, Fotografierer. Kennt man ein bisschen aus dem Krimi, schwarzes Auto, schwarz gekleidete Leute und schon steht man auf einer Veranstaltung. Müssen wir gucken, was wir draus machen. Ich würde gerne was über Gedanken machen, ganz einfach. Also ich bin ein bisschen provokant, einsteigen ins Thema, ist jetzt falsches Bild, jetzt erst einmal. Ich weiß nicht, ob jemand den aktuellen Film oder ein bisschen älteren Film kennt, Inception, bestimmt bekannt aus Hollywood. Da möchte ich gerne mit ein bisschen provokante Zitat anfangen. Und zwar mit der Frage, welcher ist der widerstandsfähigste Parasit? Ein Bakterium, ein Virus oder ein Darmwurm? Ein Gedanke. Resistent, hoch ansteckend. Wenn ein Gedanke einen Verstand erst einmal infiziert hat, ist er fast unmöglich zu entfernen. So. Manche kennen vielleicht, ich habe jetzt einfach nur ein Bild mitgebracht. Und ich glaube, das Problem kennen wir alle. Noch ein Gedanke, irgendwas, zum Beispiel Werbung macht es sehr gut. Kino, McDonalds-Werbung, plötzlich hat man Lust. Auf einen Burger zum Beispiel. Kennen wir alle. Genau. Jetzt probieren wir das einfach mal ein ganz kleines Experiment aus. Und zwar, ich möchte Ihnen, wie das salopp gesagt, einen Gedanke einpflanzen. Und zwar denken Sie jetzt nicht an die Sendung mit der Maus. Ich würde nur von dort ausgehen, die meisten werden sich jetzt zumindest im Kopf vorgestellt, wie die Sendung damals war, mit der Sendung mit der Maus. So ungefähr funktioniert auch Werbung. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter in die Quantenphysik. Quantenphysiker haben jetzt vor kurzem bewiesen, laut statistisch gesehen, dass ein Mensch 60.000 Gedanken pro Tag denkt. Also eine unglaubliche Menge. So. Nächstes Experiment. Welche 41 Gedanken haben Sie in den letzten 60 Sekunden im Kopf gehabt? Also fast unmögliche Aufgabe. Oder vor allen Dingen bewusst wahrgenommen. Dann gehen wir ein bisschen weiter. Und zwar das Problem am Denken liegt ja, oder vom Gedanke her ist er auch bisschen von der Herkunft. Jeder hat so ein bisschen so eine Realitätsbrille auf. Also jeder so von seiner Herkunft sieht manche Sache anders. Selbst Schopenhauer hat schon gesagt, bei gleicher Umgebung schaut doch ein jeder Mensch in eine andere Welt. Und Shakespeare sagte dazu, an sich gibt es weder Gutes noch Böses. Der Verstand macht es zu etwas. Dass es ganz zu trocken bleibt, jetzt möchte ich kurz einen Perspektivewechsel machen zum Mann. Matt Stutzman, 36 Jahre alt, bester Bogenschütze der Welt zu werden. 2015 schoss er einen Pfeil über 283,47 Meter exakt auf eine Zielscheibe. Für mich, auch als Bogenschütze, ist das schon eine Meisterleistung. Allerdings, wie die meisten von uns wissen, ist Bogenschießen auch ein Kopfsport. Mich beeindruckt dieser Mann einfach, er hat ein Handicap. Er hat keine Arme. Und trotzdem ist er einer der besten Bogenschützen der Welt. Er hat 2012 innerhalb von 2 Jahren
von 0 auf 100 in London die Silbermedaille gewonnen. Und kurzes Bild, so schießt er. Also eigentlich unvorstellbar. Aber er selbst sagt von sich auch, er wollte beweisen, dass es funktioniert, dass auch jemand mit Handicap und ohne Arme schießen kann. Er geht übrigens auf die Jagd, hat Kinder, hat eine Frau, also telefoniert auch überhaupt kein Problem. Jetzt möchte ich noch mal kurz zum Denken zurückkommen, und zwar denke, der Mensch denke grundsätzlich erstmal in Schubladen. Das ist so, das ist evolutionär bedingt, weil mir früher so ein Gebüsch gewackelt hat und hat man vermutet gehabt, okay, es könnten Säbelzahntiger drin sein, musste man rennen, also musste schnell gehen. Allerdings habe ich vor kurzem noch einen tollen Satz dazu gehört, fand ich eigentlich ganz interessant, der Mensch denkt in Schubladen, aber manchmal ist es einfach, mal die Schublade aufzulassen. Mein nächstes großes Vorbild ist, oder auch denke ich mal, auch viele von uns, der große Künstler, das war zu weit, Leonardo da Vinci. Das ist unglaublich, was ein Mann, der ist 67 Jahre alt geworden, er war Bildhauer, Maler, Architekt, Anatom, Mechaniker, Ingenieur, Naturphilosoph und einiges mehr und hat es in fast alle Bereiche zur großen Meisterschaft geschafft. Also es ist schon unglaublich, was ein Mann eigentlich leisten kann. Das ist ein Jahrhundertgenie. Und was mich immer beeindruckt, wenn man bedenkt, er hat nicht mehr Zeit als mir gehabt. Er hat 356 Tage gehabt im Jahr, hat 1440 Minuten am Tag gehabt, das sind 86.400 Sekunden am Tag. Also salopp gesagt, er hat nicht mehr Zeit gehabt als wir. Deswegen ist es eigentlich doch recht beeindruckend. Aber zumindest kein Netflix gehabt, vielleicht liegt es dort dran. Es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass Leonardo da Vinci sich über, er hat ja angefangen mit der Bildhauerei, er sich über das Thema und die folgende Thema ein riesiges Transferwissen aufgebaut hat, wo er im nächsten Thema immer schneller lernen konnte. So, dass es nicht zu langweilig wird, würde ich gerne als Abschluss nochmal auf den sogenannten Geistesblitz eingehen. Kennt jeder, wenn man eine schwierige Idee hat oder eine schwierige Aufgabe, man kommt einfach nicht auf die Lösung tagelang und urplötzlich, an einem Moment, wo man überhaupt nicht dran denkt, kommt der Gedanke. Das nennt sich im Fachjargon DMN, Default Mode Network, der Ruhezustandsnetzwerk. Schwieriges Wort, aber ganz einfach erklärt, das ist im Prinzip, meistens die meisten Ideen kommen unter der Dusche oder kurz vorm Einschlafen. Das ist einfach, weil der Arbeitsspeicher des Gehirns dann in dem Moment frei ist. Und ich hoffe, dass jetzt ist der Arbeitsspeicher von Ihnen noch frei ist. In diesem Sinne, erwartet das Unerwartete. Kauft gerne nochmal bei uns das Buch ein und noch viel Spaß mit dem restlichen Leser heute Abend. Danke.